Willkommen zurück zu Resident Evil 2. Okay, wir haben jetzt natürlich alles, was wir aufsammeln konnten hier drin. Maschinengewehr plus die Tasche. Das finde ich erstmal sehr leger. Und aufpassen hier, Zombies. Wir müssen nämlich aufpassen hier. Irgendwo hier sind die Zombies. Okay. Ich weiß nicht, was mich hinter dieser Mauer erwartet. Aber ich hoffe mal keine Zombies. Sieht nicht so aus. Gut. Aber seht ihr, von 5 Stück oder wie viele es da waren, sind es nur noch 2 übrig. Also jetzt überleg mal, was für eine scheiß Munitionverschwendung das alles gewesen wäre. Oh shit, ja klar, weil die jetzt irgendwie hier oben sind. Diese Fotzenviecher hier. Ey, komm, fick dich! Wichser. Ja, es geht nicht anders. Ich muss das so machen. Das sind zu viele. Das ist doch mal krass, oder? Das ist mal echt zum Kotzen. Ich war mir sicher, dass hier mal Munition lag. Aber doch nicht so. Hey, ist doch krass. Dann denkt man, aha, seht ihr, und da sind nur 2 jetzt auf einmal. Bam, bam, es wimmelt hier wieder von scheiß Zombies hier. Das ist doch krass. Ja, oder sind wir jetzt vielleicht jetzt auch wieder hier drin? Sind sie jetzt auch irgendwie durch das Schlüsselloch irgendwie reingekommen? Ich weiß es nicht. Oh ja, geil. Schrotflintenmunition, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, Schrotflintenmunition. Denn nicht nur das, hier finden wir auch wahrscheinlich noch, ja genau, da blinkt doch was. Schon mal hat er vielleicht dieser Kollege noch was? Nein, der hat nichts. Gut, das ist dieses Tagebuch. Ja, sollen wir es lesen oder sollen wir es? Das haben wir schon mal gelesen gehabt, aber gut. Tagebuch des Wächters. 11. August, zum ersten Mal seit elendlanger Zeit hatte ich heute die Chance, mal wieder blauen Himmel zu sehen. Aber der Anblick konnte mich kaum aufheitern. Der Chef hat mich angepfiffen, dass ich oben an der Tür Tomo meinen Pflicht vernachlässigt hätte. Da gibt es nur eins, was ich immer noch nicht verstehe. Es schien den Chef mehr zu stören, dass ich oben bei der Tomo war, als dass ich meine Pflicht vernachlässigte. Vernachlässigt habe. Warum ist der Zugang nach da oben denn überhaupt untersagt worden? 5. September. Ich habe kurz mit dem alten Mann gesprochen, der da hinten im Klärwerk arbeitet. Sein Name ist Thomas. Oder Thomas? Er ist ein ruhiger Kerl und scheint sich nur für Schach zu begeistern. Er hat sogar einen ganz speziellen Schloss entworfen mit Schachfiguren als Schlüssel für eine Tür. Für eine der Tür im Klärwerk. Wir haben uns verabredet, morgen Abend mal eine Runde Schach zu spielen. Ich bin wirklich neugierig, wie gut er wirklich ist. Was mich an ihm ziemlich stört, ist die Art, wie er sich dauernd überall kratzt. Hat er eine Hautkrankheit oder ist er einfach nur unhöflich? Oh, Drecksau, hör auf dich zu kratzen. Thomas ist ein viel besserer Spieler, als ich mir je hätte träumen lassen. Ich habe mich selbst immer für einen ganz passablen Spieler gehalten, aber er hat mir eine recht gründliche Lektion in Bescheidenheit verpasst. Sein Appetit ist so etwa das Einzige, was so ungefähr an seinen Schachkünsten herankommt. Das ganze Spiel über hat der Kerl von nichts anderem geredet als vom Essen. Er hört sich ganz gesund an, aber er sieht nicht gut aus. Ich frage mich ernsthaft, ob er nicht wirklich krank ist. Verwandelt er sich vielleicht zu einem Zombie? 12. September. Ich wollte eigentlich noch eine Schachründchen gegen Thomas spielen, aber wir mussten es ablassen, weil es ihm gar nicht gut ging. Er kam kurz vorbei, um mich zu besuchen, aber ich habe ihm gesagt, er solle sich lieber zu Hause ein wenig hinlegen, denn er sah wirklich aus wie eine wandelnde Leiche. Er behauptet steif und fest, es ging gut, aber ich konnte sehen, dass er wirklich Probleme hatte. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, mir selber geht es auch nicht so gut in letzter Zeit. Ja, werden die Leute hier langsam infiziert? Auf jeden Fall. Boah, seht euch mal an. Wir haben schon 16 Schuss mit der Magnum. Mit der Magnum. Jawohl, Magnum. Ja, die Magnum wird erstmal wieder am Schluss interessant. Das ist Resident Evil. Resident Evil ist die Magnum immer am Schluss interessant. So, okay. Munition wird wieder knapp. Das kennen wir. So ist es dann nun mal bei Resident Evil. Munitionsknappheit. Das muss so sein. Hier ist natürlich ein Zombie. Aber da müsste er auf der anderen Seite sein eigentlich. Ja, genau. Das trifft sich sehr gut. Ach, Gott sei Dank sind die so langsam. Salam. Hm.
So, ey, ich kann mich doch erinnern, irgendwo hier auch nochmal Munition gehabt zu haben. Oder? Wohl nicht so. Da habe ich natürlich die Pflanze nicht mehr. Ist ja richtig toll, ist ja richtig geil. Jawohl, ich stehe drauf. So. Okay. Ja, jetzt haben wir lange genug gespielt, um wieder böse Überraschungen zu kriegen. Ja, das ist ja klar. Habt ihr euch wahrscheinlich mal gewundert, warum es hier keine Zombies gibt? Ja, ihr werdet es gleich sehen, warum in Szenario 2 hier keine Zombies gibt. Der Schlüssel ist jetzt nutzlos. Ablegen. Jawohl, bitte ablegen. Können wir nachher gleich mal einen Test machen. Das Gute ist, wir brauchen hier kein extra Feuerzeug. Ich glaube, so rum war das, oder? 12, 13 und 11. Hallo? Ja. Genau aus diesem Grund. Seht ihr? Da hat man einfach uns hier so... Aber man denkt immer so, ja, man ist jetzt natürlich intelligent. Man haut jetzt einfach mal von dem Scheißviech ab hier. Von dem Koloss. Machen wir natürlich auch. Ja. Man ist ja erstmal in Sicherheit vor ihnen. Nichts ist mit Sicherheit. So, deswegen sind hier keine Zombies, weil sonst wären hier Zombies und dieser Agent hier. Jetzt wollen wir mal gucken, testen, wie viel, wie... Schuss ab, auf. Wie viel Prozent? Klar, bei 25%. Braucht er. Mistkerl, hey, du echt. Aber gut, das soll ja auch belohnt werden, denn es gibt natürlich Schrotflintenmunition. Jawohl. Nochmal. Hier mal kurz verbinden. Ich glaube, das ist die nächste Waffe, die wir brauchen. Ja. Ist doch krass, oder? Gut, dafür ist eigentlich auch dieses Maschinengewehr da. Mehr brauchen wir es nicht. Und ja, und... Später bekommt man ja auch nochmal Munition dafür. Soll ja nicht alles umsonst gewesen sein. Deswegen wäre natürlich das Maschinengewehr im ersten Durchgang voll für die Katz. Denn im zweiten Durchgang, ja, bekommt man nachher Munition, die bekommt man nur in Szenario B. Die Munition, das ist echt krass. Dann steht man da mit Munition für das MG und hat aber kein MG. Das ist doch krass, oder? Das ist doch wirklich schwachsinnig. Das ist echt blöd gemacht. So, jetzt wollen wir natürlich erstmal gucken. Wir wollen jetzt natürlich erstmal... richtig schön abspeichern gehen. Ja, ich will die Leiter hoch. Hier wimmelt es wahrscheinlich wieder von Huntern. Huntern sage ich schon. Huntern ist Resident Evil 1. Leaker. Leaker gibt es quasi eigentlich nur in Resident Evil 2. Und... Boah, krass. Krass, 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 krass. Und aggressiv sind die. Leck mich am Arsch. Ich bin nur überlegen, mir eigentlich diesen Weg zu sparen hier. Nachher. Okay, das Wichtigste ist erstmal, es wird Zeit, dass wir speichern. Haben wir eigentlich schon die Kurbel? Hey, shit, wo ist eigentlich die Kurbel denn? Ja, ich glaube, ich weiß, wo die Kurbel steckt. Ich glaube, ich weiß es. Ja, und zwar müssen wir dahin. Erstmal, man denkt immer so, ja, es ist freiwillig, dorthin zu gehen. Aber nein, es ist nicht freiwillig, dorthin zu gehen. Okay, wir brauchen das hier und wir brauchen das hier. Die Magnum lasse ich erstmal hier. Wichtig ist erstmal, okay, speichern. Falls wir drauf gehen jetzt, dann gehen wir drauf. Aber wir haben gespeichert. Denn jetzt wird es hier wirklich, wirklich wieder einfach nur eklig. Wir brauchen hier wieder einen Haufen Munition, verballern wir wieder mit der Pumpgun. Kurz speichern, Leute, sorry. Aber das muss sein. Ich weiß, ich langweile euch mit dem Speichern. Aber es war scheiße, wenn ich jetzt nicht speichern würde. Ich habe jetzt wirklich lange Zeit nicht gespeichert. Und ja, das wäre natürlich ein bisschen blöde für uns, wenn wir jetzt draufgehen würden und ja, mit nicht zu speichern. Gut, ich nehme jetzt mit Absicht keine Energie, da wir unsere Garantie natürlich der Speicherpunkt ist. Deswegen sage ich mal,
Wir machen das so, hier, ohne zu speichern. So, eines Blatt. Bleiben wohl noch einer übrig. Oh, fuck. Gutes Blatt. Und jetzt kommt nochmal ein Hunter. Schön wäre es, wenn es aufhören würde mit den Hunters, aber sicher ist sicher. Deswegen tun wir jetzt hier erstmal nachladen, denn hier ist ja auch ein Hunter. So. Ja, wir müssen das machen, denn wir müssen hier rein. Das ist richtig beschissen gemacht. Drei Hunter. Warum komme ich auf diese Hunter? Leaker. Drei Stück. Und ja. Und da alles in der Nähe natürlich. Oh, ein leeres Loch. Ja, ich würde sagen, wenn das ein unwichtiger Gegenstand wäre, hätte ich ja gesagt, ach scheiß drauf, lass mir das. Müssen wir nicht machen. Aber das ist kein unwichtiger Gegenstand. So. Und es stehen noch zwei Hunter, stehen uns noch im Weg. Richtung, sag's mir. Richtung Kanalisation, nicht Kanalisation, Richtung Bibliothek wieder. Da müssen wir leider auch hin. Okay, bis jetzt wurden wir noch nicht getroffen. Aber ich kann nicht versprechen, dass wir nicht getroffen werden. Ja, das ist so. Diesen Raum kennt jeder von uns. Das ist die Nachricht von Chief. Wie heißt er? Chief Wiggum? Nee, Chief Wiggum ist da von links. Von Simpsons. Ja, von Chief. Wo er seine Hobby erzählt. Ja, dass Jagen schon immer sein Hobby war. Okay, ausgestopft. Ja. Ich weiß, das spoilert schon, aber. Ich muss mich damit ausrüsten, denn. Wir haben hier keine Chance. Es ist wirklich ein enger Raum hier und wir müssen einfach an ihm vorbeikommen und natürlich wieder 25% verballern. Dafür gibt es natürlich wieder schön satte Munition. Und hier drin, ja voilà, natürlich die Kurbel. Was denn sonst? So, jetzt müsste ich eigentlich schon drei Stecker haben, oder? Ich muss mal nachher gucken, ob es nicht drei Stecker sind, was ich habe. Gut, auf jeden Fall gibt es jetzt wieder ein bisschen Munition. Wir verballern zwar wieder ein bisschen was, aber... Hört ihr schon? Geil. Diesmal hat es nicht so viel... Diesmal habe ich nicht so viel Munition verballert. Ist doch geil, oder? Und diesmal hinterlässt die Drecks auch gar nichts. Ah, wollte ich schon sagen. Kann nicht sein, dass die Drecks noch nichts hinterlässt. Ja, geil, wieder Magnum-Munition. Na, immerhin. Magnum-Munition ist natürlich wichtig. Umso mehr können wir natürlich auch ein bisschen mit Magnum verballern. Aber wir bekommen ja nochmal eine krasse Waffe. Ist nicht nur die Magnum. Wenn man so überlegt, bekommt man sogar noch zwei krasse Waffen. Ja, dieser Weg ist natürlich für uns erstmal tabu. Da können wir nicht entlang. Leider Gottes, wir nicht. Ja, ich tendiere gerade erstmal auf einen anderen Weg. Und zwar, klar, das ist ein bisschen ein Umweg, aber da ist sicherer, dieser Weg. Dieser Weg ist 10-mal sicherer, den ich jetzt benutzen möchte. Ja, und so machen wir es auch. Wir benutzen natürlich den sicheren Weg. Und ich hoffe, dass ich erstmal drei Stecker habe schon mal. Ne, ja, drei. Denn der vierte Stecker verbirgt sich nämlich oben. So, eins, zwei, drei. Geil. Okay. Ich würde sagen, den hier lassen wir auch da. Die zwei, das hier, das hier, das hier, das hier. Ja, warum nicht? Das ist das Einzige, was ich noch brauche. Und dann geht es nämlich abwärts. Ne, hier bin ich diesen Scheißhandlern geliefert. Also ich zeige euch mal, was ich vorhatte. Dieser Weg ist ein bisschen sicherer.
Dann müssen wir quasi an einem Zombie vorbei. Ich hoffe es. Es kann sein, dass sich natürlich noch was getan hat hier. Und wir müssen vielleicht noch... Sind da vielleicht noch andere Hunter? Leaker. Sorry, nicht Hunter. Leaker. Das weiß ich nicht. Aber quasi könnten wir diesen Weg hier benutzen. Erstmal runter und dann wieder hoch. Ja, hier sind die Krähen, die uns erstmal hier gar nichts anhaben können. Hier gibt es erstmal gar keine Gegner. So, dann können wir hier schön durch. Hier wird es natürlich wieder ein bisschen kriminell. Hier ist ein Zombie. Einer. Aber wir wissen ja, seinen Laufweg kennen wir. Das wird alles mal kein Problem sein. So, dann müsste er eigentlich ja genau da drüben sein. Ja. Warum dann abknallen? Sparen wir uns die Munition. Hier haben wir alles gesäubert. Ja, was man nicht macht, um zwei Leakern natürlich, oder vielleicht ist auch nur ein Leaker, ich weiß nicht, auszuweichen, aber ist egal. Munition gespart ist Munition gespart, man weiß ja nie. Hier kann man wirklich jede Munition wirklich gut gebrauchen, denn im zweiten Durchgang, also im Szenario B, ist es ja wirklich so, dass es, ja, schwerer ist. Gerade auch nur wegen dem Agent. Ihr seht hier in kurzer Zeit gleich zweimal hintereinander. Hier ist auch nichts. Die Munition hier drin habe ich schon geholt, oder? Ja, leider Gottes, ja. Habe ich schon geholt. So, ah, da sieht man einer an. Hier. Nochmal Dusel gehabt. Was? Ich bin immer noch auf Vorsicht. Das ist doch krass, oder? Sie überlegt mir, wie verletze ich auch nicht. Ich laufe so rum einfach. Ich laufe da einfach so rum. Ich bin krass, oder? Du bist krass, Mann. Rapier, du bist krass. Ja, nee. Okay. Wo kommt denn dieser Wichser denn her? Arm weg. Okay, weg ist weg. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal jemals durch muss. Weiß ich nicht. Ich wollte es. H und K. Ah, das ist geil. Ich dachte, hier heißen die einfach. Die haben die keine Namen, spezifischen Namen, sondern einfach nur Handfeuerwaffe. Okay, da drüben ist nochmal ein Zombie. Scheiß mit den Wichser. Ich würde sagen, okay, laufen wir einfach durch. Hier, jetzt wollte ich doch Munition sparen. Und was habe ich gespart? Bananen. Hoffentlich sind in den nächsten Räumen jetzt erstmal keine Zombies. Wie zum Beispiel hier oder drüben. Ich muss jetzt natürlich noch durch zwei Räume jetzt. Mit diesem Stars, also da im Stars Flow sind es noch zwei Räume. Hört sich schon mal gut an. Okay. Du, ich habe ja alles, oder? Ja, sehr gut. Und da wären wir wieder. In der Bibliothek. Normalerweise hätte ich erst jetzt das erste Mal in die Bibliothek rein müssen. Das wäre viel, viel besser gewesen. Dann hätte ich mir die ganzen Zombies hier erspart. Alles gespart hier, diese ganzen Scheißdrecks-Zombies. Hey, krass. Das hat mich wirklich Munition gekostet, hey, das ist wirklich... Aber gut, das macht halt nur mehr Fun, natürlich so. Und vor allem ist das Geile, das gibt's auch mit Claire, das haben wir natürlich nicht gemacht, denn das wäre Schwachsinn, hätten wir das mit Claire gemacht. Aber das zeige ich euch jetzt gleich, was natürlich der Vorteil ist mit Leon. Denn die Türe bei Leon wissen wir ja, wo die steckt. Die steckt ja unten in der Kanalisation. Ist ja kein großes Geheimnis mehr. Ich habe es euch zwar noch nicht gezeigt, aber ja, ich zeige es euch gleich. Einmal benutzen. Ich lasse den Schalter benutzen. Jawohl.
hier ist auch der Stecker Nummer 4 versteckt. So, und damit wir natürlich nicht den ganzen Weg da runterlaufen müssen, eine alte Schutzrutsche. Wollen Sie hinunterrutschen? Jawohl. Möchte ich. Achso, nee, mit Claire. Wurde mich das nicht gefragt? Krass. Vielleicht gibt es mit Claire doch nicht. Weiß ich nicht. So, und wenn ihr euch fragt, was das gerade eben war, ja, dann schaltet wieder ein, wenn es heißt Resident Evil 2. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal.